Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir das Erwachen, das Awakening von Dark Herbert erleben. Und zwar habe ich ihn getuned, ein bisschen höher. Schaut euch das mal hier an. Kurbelwelle, Elite, Steuergerät, Elite, Kühlung, Elite, Auspuff, Elite, Turbo super. Nitro, super, Chassis, Fahrwerk, super, 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 Elite, Elite, super, paar Hilfs-Items. Also, wir haben Dark Herbert auf ein komplett neues Level hochgebracht. Und jetzt ist er bei einer Stärke von 220 oder halt von einer, sag mal, der Stärke? Ja, keine Ahnung, Level 220. Und jetzt werden wir Dark Herbert mal in Action in Rage Mode werden wir ihn erleben. Ja, das letzte Mal, das war bloß das Vorspiel. Das ist das Erwachen von ihm. Und wie ich letztes Mal angekündigt habe, ich werde mit diesem Fahrzeug jetzt mal ein paar Sportwege einfach mal stehen lassen, ja? Denn womit sie nicht rechnen, ist, dass so ein Käfer halt mal richtig Bums hat. Also gut, fahren wir als erstes mal auf den Palm City Raceway. Ihr seht hier schon, Dark Herbert hat richtig losgelegt. Der hat mal richtig Power bekommen hier, der Junge. So, jetzt fahren wir einmal eine Ehrenrunde. Mal schön hier Nitro raushauen. Okay, das war knapp. egal. Der muss sich nur aufwärmen. Ja, das ist ja vom Sport immer wichtig, dass man sich aufwärmt, damit man keine Zerrung kriegt. Und genau das gleiche macht unser Freund Dark Herbert hier auch. So. Jetzt fahren wir mal ein Rennen hier. Also. Start. Solo spielen. Bei dem Online-Modus, da habe ich ja mit dem Lambo nicht mal eine Chance. Aktuell, wie gesagt. In einem der letzten Videos gesagt, die Zeit wird kommen, wo ich den Königsegg freischalte und mir dann kaufen werde. Und dann müssen sie sich alle warm anziehen. Aber gut, jetzt legen wir halt mal los mit Dark Herbert. Witzig wäre es aber schon mal online zu spielen. Wenn du die anderen Spieler mal so sehen, hey, was ist denn das für einer? Dark Herbert, was soll das? Ja, das ist halt das neue Kult ist das. So, also. Zack, Nitro. Vorbei an den ganzen Flitzpiepe hier. Komm, hau ab. Gut, das Problem ist, hey! Du wagst es, dich mit Dark Herbert anzulegen. Dann werde ich dich eines Besseren belehren. Ich hänge den ja schon fast ohne Nitro ab. Hau ab. Das Problem ist halt, dass Dark Herbert oder der Käfer allgemein halt einfach viel zu leicht ist. Und trotzdem beim Springen halt so wie so ein Stein nach unten fällt. Also habt ihr ja beim Jump jetzt gerade vorher gesehen. Das war nicht geplant. Das war aus Versehen, aber egal. So. Ja, der geht schon ab hier. Schau mal, 240 schafft er. Also, das muss manch Sportwagen erstmal schaffen. So, und jetzt erstmal einmal schön überrunden hier. Dark Herbert Unchained, Leute. Der macht sie alle nass, macht er sie. So. Last Round, Final Lap.
Nein! Was mache ich, ey? Ich habe einen Checkpoint verpasst, Mist. Nein, der zählt die Prozente zurück. Okay, jetzt erlebt ihr live, was passiert, wenn man einfach mal einen Checkpoint verpasst. No. Okay, jetzt habe ich ihn wahrscheinlich wieder. Krass, dass es einen so zurückwirft. Boah, jetzt muss ich, okay, jetzt muss ich tatsächlich doch noch Gas geben. Komm, hau ab hier. Weiche von mir, du Loser. So. Final 500 Meters. Einmal Nitro. Und zack, voll durch. Ja, also Ziel 1, Platz 1 ist ja wohl... Ja, aber selbstverständlich hier, hallo. So, Dark Herbert hat natürlich performt und er hat geliefert, Leute. Jetzt gehen wir mal auf die Straße. Jetzt fahren wir mal ein City Race. Übrigens, das Fahrzeug ist zwar wie ein rollender Stein, aber fährt sich immer noch besser als der Lamborghini Huracan Spider, den ich letztes Mal getestet habe. Power up hier. Genau, so viel zum Lambo, genau. Der Lamborghini Huracan, der hat verspielt bei mir. Der hat verloren. So, aber bevor ich hier orientierungslos in der Gegend rumfahre... Einmal hier, zack, Navigation. Ja, er bricht ein bisschen weit aus, aber es geht, es geht. Übrigens, ein Vorteil ist der, dass ich noch nicht viele Aufrufe habe. Mein letztes Video, das hat ja sehr, sehr wenig Aufrufe bekommen. Und der Vorteil daran ist, wenn man wenig Aufrufe hat, es kommen keine Hate-Kommentare. Das ist eigentlich ganz angenehm, aber dafür ist man halt auch nicht so bekannt. Rum ums Eck. Ich habe das noch nicht ganz so drauf mit ihm. Aber das kriegen wir hin. So, let's get started. Dark Herbert hier. Ja, sieht schon nice aus. Ja? Also ja, komm, Leute. Mach ihn hier. Ich habe ein Rennen zu gewinnen. Three, two, one, let's go. Von mir nervt mich hier alle. Komm mal ab hier, Junge, geh mal aus dem Weg. Gut noch. Der Gunnar, der ist mir hier im Weg. Bye bye, Gunnar. Also manchmal kommen die schon auf Namen hier, gell? Oh, die Kurve. Legendär. Leute, wenn ich das jetzt nicht total versemmelt hätte, dann wäre das jetzt ein richtig nicer Drift geworden. Das Outdoor-Potenzial. Der Gunnar hängt mir wieder am Nacken hier. Aber kein Problem. Was haben wir vor mir noch? Stand jetzt Luca oder Lola? Luca. Keine Ahnung, egal. Für mich ab jetzt nur noch Platz 2. Egal wie er heißt.
Boah, das nervt mich immer. Immer wenn ich irgendwas Großkotziges sag, passiert sofort irgendwas, wodurch ich wieder aufpassen muss. Das wird noch. Ein paar Runden noch und ich krieg die Kurve hin. So. Einmal rum da. Jetzt um die Kurve. Schauen wir, wie wir die schaffen. Ja, die schaffen wir. Last round. Auch angenehm, wenn du niemanden hinter dir oder niemanden in deiner Nähe hast. So. Schauen wir, ob wir es jetzt schaffen. Jawohl, gar nicht schlecht. Hey Leute, ich bin von mir selbst erstaunt. Eigentlich nicht. Oh, bin ich hier schon wieder am Überrunden? Tatsache. Nitro. Jawohl, gewonnen, Leute. Gut, gegen PC. Ja. War ja irgendwie klar. Ich finde das echt eine nice Kombination hier. Das Rot mit dem Schwarz und den ganzen Spoiler dran und so. Die hätten den damals so bauen sollen. Liebe Ingenieure von Volkswagen. So hättet ihr das Ding bauen sollen. Aber gut. Dark Herbert, der ist jetzt auf jeden Fall mal erwacht. Der hat gezeigt, was er kann. Und ich werde mir jetzt überlegen, was ich mit ihm noch alles machen könnte. Überlegen wir uns noch ein paar Sachen. Und ja, das werdet ihr auf jeden Fall in einem der nächsten Videos sehen. Bis dahin, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Instagram, liked meine Videos, schaut sie euch bitte an. Bitte Leute, ich brauche ganz dringend Views. Und bleibt gesund, macht's gut, genießt das Wetter, auch wenn es jetzt gerade extrem heiß ist. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.